Ich habe in meiner Schulzeit nicht wirklich oft gespickt, aber wenn ich es mal gemacht habe, dann nur, weil ich dachte, dass ich eine wahnsinnig innovative Möglichkeit gefunden habe, es zu tun. Und so habe ich einmal festgestellt, dass mein Drucker zu Hause unglaublich klein drucken kann. Also hatte ich einmal die großartige Idee, für den Englisch-Vokabeltest Spickzettel anzufertigen, die so dermaßen winzig gewesen sind, dass ich sie auf meinen Kugelschreiber kleben konnte. Der große Vorteil war, dass so ein Englisch-Vokabeltest nicht wirklich viel Inhalt hatte, also nicht wirklich viel Text, den ich hätte drucken müssen, im Vergleich zum Beispiel zu so einer Bio-Klausur, wo wahrscheinlich auch noch Grafiken dazugekommen wären. Von einer Zelle und von einer Zelle. Und der weitere Vorteil war, dass, wenn ich das auf einem Kugelschreiber gemacht habe, es so unglaublich unsuspicious gewesen ist. Denn im Endeffekt sitzt du ja da beim Englischtest, guckst sowieso nach unten auf deinen Arbeitszettel und wenn der Lehrer gekommen wäre, hättest du einfach mit deinem Finger, mit dem Daumen den Spickzettel verdecken können. Und ich dachte, ich habe die Spickindustrie durchgespielt. Ich dachte, damit kann ich auf den Markt gehen, Bis ich dann festgestellt habe, dass während des Prozesses habe ich den Kram automatisch gelernt. Was sehr merkwürdig gewesen ist, so vom Feeling her. Und ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass das hier keine Spickzettel-Anleitung ist, auch wenn es sehr, sehr stark danach aussieht.